Jeder bekommt, was er verdient. Kannst du aufstehen, kleine Claire? Oh, ist ja gut. Du nicht verletzt. Claire? Bist du nicht verletzt? Wie ist das möglich? Du kannst ja sprechen. Schon lange. Das muss er wehtun. Ach so, du meinst diese alten Narben. Die tun nicht weh. Es sieht zwar sehr schlimm aus, aber sie tun nicht weh. Seit wir uns das erste Mal gesehen haben, hast du ausgesehen, als ob du Schmerzen hast. Ich habe es in deinem Gesicht gesehen. Weißt du, du hast dieselben Augen wie ich. Ich habe darin so viel Schmerz, Leid und Trauer gesehen. Ich kenne diesen Ausdruck so gut. Aus diesem Grund hab ich... Nicht ich soll ihr, sondern sie will mir helfen. Erst haben die Yuma sie von ihren geliebten Eltern weggerissen und dann musste sie miterleben, wie ein ganzes Dorf sie verrät und ausstößt. Sie hat in kurzer Zeit alles verloren. Auch den Sinn, warum sie überhaupt lebt. Sie steckte in einer hoffnungslosen Situation. Da blieb ihr nur eine Entscheidung. Sich an die Frau zu hängen, die sie aus den Klauen der Yuma befreit hat. Hat sie mich deshalb mit all ihrer Kraft verteidigt, während sie vor Angst am ganzen Leibe zitterte? Wünscht sie sich, dass es jemanden in ihrem Leben gibt, der sich auch so bedingungslos für sie einsetzen würde? Dieses kleine Mädchen, das bald so groß sein wird wie ich und das so unendlich viel Leid durchleben musste, hat mich gelehrt, dass auch silberne Augen in der Lage sind, Tränen zu vergießen.